Moin! Willkommen zu einer neuen Folge von Tom kocht Shorts. Und heute machen wir einen leckeren Flammkuchen. Passt gut zum Herbst. Und falls ihr bei dem Satz Tom kocht Shorts gerade ein wenig grinsen musstet, das war Absicht. Zur Herbstzeit darf es ja mal ein bisschen deftiger sein. Außerdem passt so ein Flammkuchen wunderbar zu diesem hier. Lecker Federweißer. Trinken wir gleich noch ein Glas zusammen. Jetzt fangen wir erstmal an mit dem Rezept. Und dafür benötigen wir Öl, Weizenmehl und Salz für den Teig. Und für den Belag natürlich Zwiebeln, Schinken oder Speckwürfel, ein Becher Schmand, ein Becher Creme Fraiche, eine Paprika, ein wenig Schnittlauch, Pfeffer und als Krönung für mein Spezialrezept ein bisschen Feta. Besser wäre noch der richtige vom Griechen. Und weil es bei den Shorts hier immer schnell gehen muss, fangen wir jetzt mit dem Teig an. Der Teig wird ziemlich rudimentär. 250 Gramm Mehl, 268 Kacke. Wer löffelt's wieder raus? Ja. Das habe ich mir eingebrockt, das löffel ich jetzt auch wieder aus. Das ist übrigens 1 Gramm Mehl oder Koks. 2 Esslöffel Öl, 125 Milliliter Wasser und ein paar Körner Salz. So, schön zusammenrühren, kneten, ein wenig rollen und fertig ist die klebrige Kugel. Die könnt ihr jetzt noch ein bisschen in den Kühlschrank stellen, damit man die hinterher besser verarbeiten kann. Fürs Topping haben wir rote Zwiebeln, grünen Schnittlauch und wegen der Optik natürlich eine gelbe Paprika. Schnibbeln! Diesmal schneide ich das ganz, ganz fein. Wenn ihr es gröber wollt, macht doch. Dann könnte es allerdings sein, dass die Paprika hinterher nicht ganz durch ist. Zwiebeln! Ach ja, da gab es ja diesen Trick mit dem Wasser im Mund, ne? Okay, ich mach das jetzt mal. Weg damit! Ja, aber ein bisschen hat's funktioniert, glaube ich. Bei den Zwiebeln müsst ihr wissen, ob ihr Stücke lieber mögt oder kleine Ringel. Ich mache jetzt mal beides. Zwei dürften erstmal genügen. Schneidet die am besten auch möglichst fein. Das kann man jetzt wunderbar eine Minute lang in einer Mikrowelle andünsten. Währenddessen kippen wir mal den Schmand und das Cremezeug zusammen. Vermengen das Ganze und hauen die Gewürze drauf. So. Perfekt. Jetzt haben wir alles zusammen. Ich forme jetzt einen kleinen Fladen. Zerdrück den möglichst dünn hier auf diesem Teller. Dann kommt ein guter Schub hier von drauf. Dann verteile ich das Gemüse, verstreue noch ein bisschen Feta-Käse da drauf und dann kann das für 20 Minuten in den Ofen. 180 Grad, unterer Einschub. Bei mir heißt das, es kommt wieder eine Mikrowelle, also kein Einschub. Das Ding hat nämlich eine Grillfunktion. In diesem Fall Ober- und Unterhitze, 20 Minuten. Gib ihm. Da bin ich aber mal gespannt. Stopp! Ich hab den Speck vergessen. Das war knapp. Voila, Flammkuchen. Noch ein bisschen Schnittlauch drüber. Fertig. Fehlt nur noch Federweißer. Und wenn die sagen, stehend lagern, macht es einfach. Was war das für eine Sauerei? Guten Appetit. Ich liebe den Herbst.